Hallo meine geschätzten Bauküchenrollen, schön, dass ihr wieder da seid. Super saugstark, das freut mich sehr. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor, und zwar machen wir hier direkt eine Straßenkontrolle am Ausgang der Stadt von Los Santos. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier schon ein paar Fahrzeuge abgestellt und hierdurch wird dann der Verkehr geleitet. Ich möchte noch ganz kurz etwas vorab sagen. Vielen herzlichen Dank an euch da draußen, dass ihr das Video von gestern so sehr geliked habt. Ich hatte sonst immer 200 bis 300 Likes auf dem Video, das gestrige Video hat fast 1000. Ich möchte euch da draußen nicht immer sagen, macht mal dies, tut mal das. Ihr wisst, dass es für mich sehr wichtig ist, wenn ihr möchtet, dass meine Videos gesehen werden, liked das bitte. Ich werde auch das nicht mehr in meinen Videos erwähnen, das müsst ihr bitte selber machen, aber dieser kleine Button, den zu drücken, das wäre der Hammer. Und ganz ehrlich, Leute, morgen haben wir die 100. Folge. Und ich würde mich sowas von freuen, wenn wir diesen Tag auch noch rumkriegen und morgen diese Folge zusammen so hart feiern. Also, wir werden erstmal gucken, wir machen diese Straßenkontrolle, wir sind hier unterwegs, wie gesagt, deutsche Polizei. Der Verkehr fließt noch durch, gleich werden wir ein paar Leute anhalten. Und ich bin sehr gespannt, gleich geht's weiter nach dem Intro, Leute. Ich habe in der Zwischenzeit hier drüben auch mein Dienstfahrzeug geparkt. Das ist der Audi. Der schleicht ja auf jeden Fall sehr verdächtig rum. Ich habe mir im Übrigen auch wieder einen neuen Charakter gemacht. Das ist jetzt hier der neue Officer Knallfinger, mit dem ich unterwegs bin. Ich finde, der sieht ziemlich deutsch aus und das gefällt mir auch ganz gut. Gerade ist der Verkehr ein bisschen, naja, stagniert so. Die Kollegen mal beobachten hier. Okay, der schaut sich hier die Bordsteinkante an. Sehr gut. Die Kollegin da drüben haut sich noch Kaffee rein. Wird ja auch recht dunkel. Dann haben wir hier drüben die ganzen BMWs, ich sage schon BMWs, Entschuldigung, Audi und Mercedes, hier steht gar kein BMW. Den hätte ich vielleicht mal kontrollieren können. Der Kollege hier liest irgendwelche Unterlagen, okay, er liest gar keine Unterlagen. Ansonsten haben wir hier vorne, ich muss auch wirklich sagen, dass die in komplett schwarz auch echt nice aussehen. Ich habe die extra so gewählt, nicht wundern, ja. So, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen mal hier kurz auf die Straße, guten Tag. Moment bitte, schönen guten Tag. Der Herr, wie geht's Ihnen heute? Jetzt mal ganz kurz aus dem... Keine Autorität hier. Keine Autorität. Dann Sie... Nein, nicht rückwärts fahren. Was machen Sie? Was ist denn jetzt mit Ihnen los? Stopp, stopp, stopp. Ich bin... Hallo, ich bin Polizist. Hör auf. Au, au, au. Leute, Hilfe. Aua. What the fuck? What's the support? Ihr Penner. Aber mal die größte Fail-Kontrolle hier. Okay, ich würde sagen, ich muss mir was einfallen lassen, um die Fahrzeuge zu stoppen. Ich werde mal hier einen Roadblock hinsetzen. Wow, Alter, die fahren halt viel zu schnell hier. Schade, ich würde gerne diese Schranke hier runterlassen, aber die geht nicht. Was haben wir denn hier für ein Menü? Warte mal, Map Editor war es nicht. Hier, Barriers, genau, ein Large Stripe. Bauen wir mal dahin. Ja, aber wobei, ich kann das auch anders lösen. Muss ich gar nicht so machen. So, pass auf, ich habe ja noch diesen Button hier. Police Line, do not cross. So, ganz einfach. Schönen guten Tag, der Herr. Sie haben mich gerade ein bisschen angeschrien. Können Sie mal bitte aus dem Auto aussteigen? Ja, ganz easy, passen Sie mal auf. Und zwar würde ich mal gerne kurz einen Alkoholtest durchführen und Drogentest. Können Sie mal bitte hier in, was weiß ich, in meine rechte Handfläche pusten. So, haben Sie was mit Drogen am Hut? Null Bakterien haben Sie, sehr gut. Das ist im Übrigen ein Wert, ich glaube sogar aus Australien oder Neuseeland. Das liegt an dem Plugin, was ich habe. Sollte ich vielleicht nochmal ändern. Dann machen wir noch einen anderen Test mit Ihnen, und zwar würde ich sagen, gucken wir mal, ob Sie was mit Drogen am Start haben. Jetzt bitte nochmal dasselbe Prozedere wie soeben. Dahin mal bitte kurz warten, ja. So, wunderbar, läuft alles gut, haben Sie gut gemacht, ein toller Abstrich. Cannabis. Sie nehmen also Cannabis. Können Sie mir erklären, warum Sie Cannabis zu sich nehmen? Warten Sie mal, ich prüfe Sie mal ganz kurz. Ja, Sie sehen auch aus wie so ein Kiffer, ein bisschen mopsig, weil Sie immer so Fressattacken haben, die nerdige Brille. Sie zocken bestimmt doch die ganze Zeit GTA, ich kenne Sie doch. Sie sitzen allein zu Hause vor dem Computer und nachts wird es feucht fröhlich, natürlich mit Cola und Chips. Gut, ich würde sagen, ich werde Ihnen eine Verwarnung ausstellen, weil, naja gut, ich meine, ich bin auch ein Nerd, so wie Sie, aber aktuell bin ich eben im Dienst, deswegen. Was kann ich Ihnen hier geben? Ne, warten Sie mal, den Ambulance brauchen wir nicht.
Wissen Sie was, bevor Sie gehen, jetzt würde ich gerne nochmal kurz Ihre Lizenz sehen und Ihre, wie soll ich sagen, die ganzen Dokumente, die Sie bei sich führen. Es müsste theoretisch eigentlich so ein Fenster aufgehen, wenn wir es gleich geschnallt haben. Ihnen geht sonst gut, ja, sind nicht kalt in der kurzen Hose. Alles klar, was haben wir denn hier? Owner's License, Learner Heavy Rigged. Alles klar, expired. Das Fahrzeug, netter Herr, ist leider nicht mehr verkehrstüchtig. Sie dürfen damit nicht fahren. Ich müsste jetzt mal ganz kurz bitte mit auf die Seite nehmen. Ja, passen Sie mal auf. Wir machen das jetzt so. Ich werde Sie jetzt mal ganz kurz festnehmen. Ja, chillen Sie mal. Ich weiß zwar auch nicht, was jetzt hier los ist, aber hören Sie mal auf, hier abzuhobern. Ich glaube, das liegt an dem ganzen Marihuana, das wir benutzen. Alter, was ist denn hier los? Okay, wir hören damit wieder auf. Ich glaube, das war irgendwie alienated hier. Passen Sie mal auf, Sie kriegen eine Verwarnung und schauen, dass Sie Land gewinnen. Weil Sie sind mir ein bisschen suspekt, ja. Ich werde auch mal die Absprung hier wieder wegmachen, dann können Sie weiterfahren. Puh, was ist das denn für ein Typ? Jetzt hört mal auf zu hupen, ist ein Alien, ja. Entspannt, ich fahr jetzt weiter! Soll ich dich jetzt anschubsen oder was? Na, also geht doch, ey. So, warum fahren denn hier alle Trucks und SUVs hier, sag mal? Haben die allzu viel Geld? So, dann werden wir nochmal eine Absperrung hinbauen. Das war gerade sehr suspekt. So, dann gucken wir nochmal, ob wir ein neues Fahrzeug hier an den Start bekommen. So, mal nicht stressen. Haben wir gerade einen Donut reingepfiffen. So, schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Hallöchen. Na, heute alles gut bei Ihnen? Schauen wir, ja, hören Sie mal auf zu hupen, ja. So, sieht alles gut aus. Ich spreche Sie bitte Deutsch. Ja, ich bin ein deutscher Polizeibeamter. Ich kann Ihre Sprache nicht sprechen. Oh, guck mal. Oh Gott, jetzt kommen auch die Typen. Ja, ja. Ja, seid ihr gerade der Absperrung im Mittelfinger? Ja, irgendwas stimmt doch hier nicht. Kommen Sie mal bitte raus. Sie sind ein bisschen... Sie sind ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, nervig. So, dann hier bei Ihnen auch mal eine kurze Kontrolle. Und zwar hätte ich gerne, das nehmen wir dann hier. So, mal bitte mal Ihre Papiere prüfen. Und zwar von Ihrer Person, was Sie denn alles so dabei haben. Dispatch für 21 TRP 033. Ein silberner Warrener. Auch nicht gerade das neueste Fahrzeug, nicht wahr? So, das dauert ein bisschen. Was haben wir hier? Die Melody Hawk. Registered to Melody Hawk. Sind Sie Herr Melody Hawk? Ich würde Sie mal ganz kurz gerne... ja, warten Sie mal. Ich muss kurz hier reingucken, ob dahin alles sauber ist. Ja, alles klar. So, Sie sind Herr Charles McCarter. Sie fahren Fahrzeug, das nicht auf Sie registriert ist. Aber Charles McCarter klingt auch nicht gerade so asiatisch oder was Sie... Hört doch jetzt mal auf zu hupen, bitte. Ja? Ganz easy da hinten. So, wir werden dann nochmal ganz kurz hier schauen. Ist hier Defect Notice? Nein, das Fahrzeug ist in Ordnung. Registration haben wir schon gemacht. Dann machen wir nochmal hier einen Record-Check. Und zwar einen erweiterten. Und zwar sehen wir nämlich Alerts. Es gibt gerade keine License State. Er hat Fishing Permit, brauchen wir nicht. Firearm Possession ist in Ordnung. Hunting hat er alles da. Da passt alles. Und er wurde schon mal wegen Steuerhinterziehung erwischt und wegen Drogen. Jetzt passen Sie mal auf. Sie wurden auch schon mal wegen Drogen angehalten oder belangt. Bitte, Contenance. Ja, Contenance da hinten. Wegen Drogen belangt, deswegen werde ich sie jetzt auch nochmal ganz kurz auf Drogen überprüfen. Dann machen wir mal kurz einen Drogentest. So, bitte mal hier meine Hand spucken. Genau. Sehr gut, danke schön. Ja, ja. MDMA, ganz klar. So, Sie sind leider festgenommen, weil Sie unter Drogeneinfluss Ihr Fahrzeug führen. Das geht nun gar nicht. So, kommen Sie mal bitte mit. Ich werde Sie mal hier rübertragen. So, mal ganz kurz hier, passen Sie mal auf. Diese Person ist festgenommen. Genau, leuchten mal auf ihn drauf, Charlie. Wegen, wie soll ich sagen, Fahren eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss, ja? Dass es euch eine Lehre ist. Dieser Mann hier wird jetzt festgenommen und wird wahrscheinlich ins Gefängnis gehen, ja? Haben wir uns da verstanden? So, Sie setzen sich mal bitte hier an die Wall of Shame. Und zwar werden Sie sich jetzt mal hier hinsetzen müssen. Oh Mann, diese Leute hier. So, dann werde ich mal hier Sie mal da abstellen. Gut, sehr gut, das gefällt mir. Bitte Knie, da bleiben Sie jetzt mal sitzen. So, die Absperrung werden wir wieder wegnehmen. Und das Fahrzeug werde ich höchstpersönlich auf die Seite fahren, weil das Fahrzeug wird natürlich jetzt so, kann natürlich so nicht weitergeführt werden. So, den stellen wir mal hier rechts ab, auf dem Walk of Shame. So, der Verkehr kann allgemein wieder vorbeifahren. So, jetzt frage ich mich natürlich, warum der hier, wer sind Sie denn? Stimmen wir hier mit dieser Absperrung Sie irgendwie... stören, dass Sie jetzt hier auf der Straße anlaufen. Sie brauchen mich gar nicht so anzugucken, ja? Sie haben jetzt gerade mitbekommen, was hier los ist. Den Herrn musste ich so lange anhalten, aufgrund der Tatsache, dass er unter Drogeneinfluss stand.
Dann passen Sie bloß auf. Gehen Sie weiter von dem Auto hier, ne? Das ist gerade noch nicht abgesperrt. Nicht, dass wir jetzt hier wobei essen. Das ist ein edler Herr. So, passen wir mal auf. Was machen wir denn jetzt hier mit diesem Fahrzeug? Theoretisch könnte ich doch das auch mal überlegen. Womit könnte ich denn dieses Fahrzeug jetzt hier abschleppen? Nicht mit dem Road Management, nein. Auch nicht mit dem Police Partner, auch nicht mit dem Menü. hier habe ich, glaube ich, gar keine Möglichkeit, bei dem Partner Patrol Toolkit was zu holen. Ich habe die Ambulance, Fire and Rescue. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Scene Manager, Pet Grab Transport Hospital, genau hier was. Tow Truck, genau, wir holen die Versicherungsfirma. Die sollen dieses Fahrzeug absteppen. Sehr gut. Steuerung H war das, falls es ihr wissen wolltet. So. Moss Mutual Insurance kommt jetzt vorbei und wird dieses Fahrzeug abholen. Wissen Sie was, Sie können froh sein, dass es nicht regnet, ja? Es wäre nämlich echt kacke für Sie, wenn es jetzt regnen würde. So, dann warten wir mal auf die Versicherung, wann die da ist halt. Warten wir, wir können jetzt hier mal ein Motorrad checken, würde ich sagen. So, da hinten ist die Versicherung oder der Versicherungsfritze, der das Fahrzeug abholt. So, guten Tag, der Herr. Ich weiß, es ist... Moment. Hallo. Es ist... Ey, stopp. Hallo, was ist denn los mit Ihnen? Kommen Sie mal runter von dem Motorrad hier. Kommen Sie mal runter. Hallo. Schaubelbauch. Warum beschimpfe ich den? Ich bin Cop. Ja, da muss ich ihn mal runterziehen. Es tut mir leid. Anders geht's nicht. So, das Motorrad fahren wir auf die Seite. Das ist ja nicht mehr aushalten mit... Nein, stehen bleiben. Nicht flüchten. Halt, ich bin Polizist. Stopp, stehen. Au. Faceplant, sehr gut. So, mal runter auf den Boden, ja. Runter auf den Boden. Ey, ganz cool bleiben. Wir sind doch Freunde, alles gut. Ich möchte Sie nur kurz überprüfen, ja. Sind vorläufig festgenommen, einfach nur aus dem Grund, weil ich Sie überprüfen möchte, ja. So, Sie kommen auch mal bitte mit hier rüber. So, Wall of Shame. Nein, kommen Sie mal mit. Oder warten Sie mal, ich kann wahrscheinlich Ihnen auch sagen, dass Sie mich einfach mir folgen sollen. Wenn ich mich nicht täusche, follow. Genau, kommen Sie mal mit. Hier lang bitte, hier lang. Bitte aufpassen auf der Straße, weil da nehmen auch Fahrzeuge fahren. Kommen Sie mal mit hier rüber, bitte. So, jetzt würde ich Ihnen gerne mal sagen, dass Sie hier stehen bleiben sollen. So, dann bitte auf die Knie nochmal, dass Sie nicht weiterlaufen. Nein. Nicht mich beschimpfen. Das kostet nur extra Geld. Und auf die Knie. Sehr gut. Nein. Ich habe doch gesagt, nicht beschimpfen. So, Sie dürfen bitte weiterfahren. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Einen schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch noch einen schönen Abend. Bis jetzt hatten wir noch gar keine heißen Verfolgungsjagden. So, passen Sie mal auf. Junge Dame. Wir haben ein kleines Problem. Und zwar haben Sie nämlich gerade, wie soll ich sagen, mich sehr oft beschimpft. Und ich würde sagen, Sie kriegen ein Traffic Infringement. Das bedeutet ein Ticket für das, was Sie getan haben. Und Sie hatten keinen Helm getragen. Ja, das haben wir ja schon mal. Und ja, da würde ich sagen, das kriegt 3 Punkte in Flensburg. Wenn es sowas wie Flensburg überhaupt gibt, das kostet $435. Und Sie bekommen jetzt hier diese Verwarnung. Die stelle ich einfach mal in die andere Richtung aus, weil ich sie gerne ignoriere. Brauchen Sie gar nicht so grimmig zu gucken, Sie sind selbst schuld. Gucken Sie mal, ich zeige Ihnen jetzt... Warum beschimpfen Sie mich die ganze Zeit? Ihr Fahrzeug steht da hinten, oder Ihr Motorrad, um genau zu sein. Ich werde Sie jetzt wieder freilassen, Sie dürfen wieder aufstehen. Nur ich fand die Art und Weise... Ja, ich fand die... Mann, ey, Sie haben auch wirklich ein sehr Wort... Sie haben auch ein wirklich sehr loses Mundwerk, muss ich sagen. So, jetzt werde ich Sie wieder freilassen. Ich hoffe, Sie haben sich jetzt mal wieder ein bisschen entspannt. Ja, wenn Sie möchten, können Sie mit dem Motorrad weiterfahren, wenn nicht, lassen Sie einfach stehen. Natürlich lassen Sie einfach stehen, war ja klar, die Polizei kümmert sich um alles. Dann werden wir natürlich auch für dieses Motorrad hier, das wir eigentlich gar nicht überprüft haben, fällt mir auf, das können wir gerne mal machen. Mal ein Playcheck hier auf dem Motorrad. Ganz vergessen. Das ist übrigens ein schönes Motorrad, gefällt mir richtig gut. Schöne Farbe auch, ich meine, Geschmack hat der Kerl, aber nur allgemein so ein bisschen Arsch, oder? So, was ist denn das? Stimmt, das Kennzeichen auch. 46 EEK 572. 46 Edward King 572. Tja. Jetzt ist er schon weggelaufen, aber es ist unversichert. Jetzt haben wir dasselbe Problem wie vorhin wieder. Wir holen wieder die Versicherungsfirma, die dieses Motorrad abholen, weil unversichert wird ganz klar abgeschleppt und darf so nicht im Straßenverkehr teilnehmen. So, dann hauen wir uns natürlich mal wieder in die Absperrungen. Guten Tag, Sie sehen doch, dass ich hier stehe. Ich bin von der Polizei. Wie geht's? Sehen Sie ein bisschen Musik? Sie sind ein junger Mann, das ist gut. Hallo? Mal bitte aussteigen. So, kommen Sie mal rüber, ja. Sie kommen mal bitte mit mir mit. Was zur Hölle ist da drüben passiert? Warum hat der denn gerade die Autoscheibe eingeschlagen?
Jetzt flüchtet ihr? Habt ihr den... Was ist denn da hinten? Was ist das denn? Okay, kommen Sie mal mit hier, der. Fangen Sie mir mal. Hallo, möchten Sie mir nicht folgen? Ne, möchten Sie nicht? Okay, alles klar. Ich frage mich gerade, was die Person da drüben macht. Wo ist denn der jetzt hin? Achso, das... Aha, guck mal, das ist der... Ja, Versicherungsfuzzi, du darfst hier schon durch. So, Absprung kurz wegmachen. Für dich tue ich das doch gerne und dir hinstellen. So, was? Warum ist denn das Motorrad umgefallen? Kollege! Mann, 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 und deine Taschenlampe hast du auffallen lassen. Bisschen schreckhaft heute, oder was? Ich stell's mal wieder für dich hin, das Motorrad, ne? Wer ist denn das? Nein, das ist nicht Charlie, das ist... Wer ist denn? Du bist doch Wally, oder? Du bist doch der dicke Wally, ne? Halli, geh doch mal, hol dir mal Donut, ne? Das ist ein bisschen zu stressig hier alles. Ich weiß, da hinten sitzt eine Person, die wir festgenommen haben. Hier ist Verkehr und Gehupe, lauter Lichter, dir ist kalt. Schon okay. Habe ich kein Problem damit, ne? Fress mal ordentlich was rein, Kumpel. Du hast die verdient, ist eine anstrengende Nacht. So, jetzt mal kurz zu Ihnen. Und zwar würde ich mal gerne hier kurz überprüfen, ob Sie denn Drogen genommen haben. Sie sehen nämlich so ein bisschen hippie-jippie-muppi-muppi aus. Und da ich so ein Oldschool-Cop bin, überprüfe ich sowas natürlich als erstes. So, Sie haben Cannabis zu sich genommen. Jetzt passen Sie mal auf, junger Mann. Cannabis im Straßenverkehr, da hat das nichts zu suchen. Ja, das werden Sie verstehen. Haben wir uns verstanden? Gut. Jetzt kriegen Sie ein Ticket wegen eben Cannabis im Straßenverkehr. Und zwar, was nehmen wir denn da? Ich muss mir irgendwas aussuchen, glaube ich. Unlicensed Driver, nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Was können wir denn da machen? Fail to Indicate. Eigentlich habe ich, eigentlich gar keine Möglichkeit, Ihnen da irgendwas zu geben. Dann bleibt es bei einer mündlichen Verwarnung. Sie können sozusagen wieder in Ihr Fahrzeug rein. So, ich habe schon mal hin die Tür aufgemacht für Sie. Ja, ich mache sie wieder zu, Entschuldigung. Das passiert mir immer wieder. Steigen Sie wieder ein und fahren Sie weiter, bitte. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Fahrt und dann würde ich sagen, sind wir auch fertig soweit. So, dann noch eine gute Fahrt. Passen Sie auf und nicht so viel Cannabis nehmen. Fahren Sie jetzt mal weiter. Auf geht's. Auf geht's. So, jetzt mal zu Ihnen, der Herr. Wir haben ja festgestellt, dass Sie jetzt hier leider eingeknastet werden. Deswegen werde ich meine Kollegen mal rufen. So, wir werden soweit auch fertig. Der Kollege wird abgeholt hier. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, ich sag's nochmal. Oh Gott, darf ich's? Ralf, du hast doch vorhin gesagt, du sagst das nicht mehr. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, lasst doch bitte ein Like da. Ich mag die Likes nicht und sagen so, ey Leute, passt mal auf, guck mal, wie geil mein Video 1000 Likes bekommen oder so. Ganz im Gegenteil. Was machen die Cops da? Was machen die Cops? Okay, ich fahre lieber weg, bevor es völlig eskaliert. Es geht da überhaupt gar nicht darum, sondern es geht darum, dass die Likes im YouTube-Ranking wichtig sind. Das bedeutet, die Zahlen, die da erreicht werden, sind auch für die Suche wichtig. Und dann sieht man meine Videos eben öfters. Tralala. Und wenn ihr mich so unterstützen möchtet, ist es eine ganz einfache Sache, indem ihr mit dem Daumen auf den Like-Button drückt oder mit der Maus draufklickt oder mit dem Tablet drüber streift. Ist völlig egal. Noch eine andere Sache. Ich habe gestern beim Multisaschen ein Video gesehen. Grüße erstmal an dich, dass er gemeint hat, die YouTube-Likes und Dislikes bringen auch Geld. Also das ist natürlich ein bisschen Schwachsinn so. Da Werbung bringt Geld, ist eigentlich ganz einfach. Aber er hätte recht, wenn er gesagt hätte, es beeinflusst den Suchalgorithmus von YouTube. Und wenn ihr den beeinflussen möchtet, zu meinem Vorteil, darum geht es eigentlich, dann drückt den Like-Button. Ansonsten bin ich auch immer sehr gerne, ansonsten lese ich auch immer sehr gerne eure Kommentare. Und jetzt habe ich genug geschwafelt. Checkt auch mal die Endcard. Weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Und morgen kommt die 100. Folge. Oh Gott, ich kriege Gänsehaut. Dankeschön, peace out, Leute.